So, 2 Stunden später, ist schon hell, Kilometer so circa, fast 10. It's time to run, it's time to run. Zehn Kilometer Ginzburg. Also, guck mal, hier steht von dort sind wir gekommen. 6,4 Kilometer. Ja, aber warte, wo denn? Geradeaus. Ja, wir schauen. Dreiecksweg. Aber wir, ich glaube, dass wir dorthin gehen. Mal ja, schauen. Hier runter ist kürzer. Da steht 5,8. Genau. Wir nehmen die kürzere weg, aber auch steilere weg. Da, Kilometer 25, Stunde, weiß ich nicht, 9:30 haben wir, also 5,5 Stunden sind wir schon unterwegs. Ralf Kieselbach, der sieht noch relativ fit aus, teilt zu mir, rote Gesicht. Nicht stehen bleiben. Wir sind in Lenne, wir haben gerade bei Bäcker was gegessen. Der Ralf, der sieht immer noch fit. Ja, bei mir ein bisschen besser. Rote Farbe ist schon weg. So, 30 Kilometer, letzte 30. So, Kilometer 45, circa. Letzte 20 Kilometer. Haben wir gerade geguckt. 20 Kilometer, das klingt so gut. Aber meine Schuhe und Hose. Ja, man sieht, dass man einiges schon gemacht hat. Ralf Kieselbach immer noch fit. Wir gehen schon wieder runter und wir müssen da wieder rauf. Die zwei Hügelchen, die sind gar nicht so klein. Die müssen wir überqueren. Ich will nach Hause. Denn nicht. Also ich kann es nicht fassen, wir haben tatsächlich das getan, wir haben tatsächlich geschafft. Hier zwar nicht Meschede, also Ziel war Hennesee, Millinghausen, 8 Kilometer vor dem Meschede, trotzdem um die 64 oder 65 Kilometer. Ralf immer noch mit Handy beschäftigt, immer noch fit. Ich weiß es nicht, woher er die Kraft nimmt. Ja, ich kann nicht wirklich mehr reden.